Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar von JTL zusammen mit eBay zu einem sehr, sehr wichtigen und für Sie, liebe Teilnehmer, interessanten Thema, nämlich den verpflichtenden Artikelmerkmalen bei eBay, die Ende diesen Monats wohl kommen werden. Ich darf heute begrüßen Lisa Haag von eBay und den Dominik Nelle von JTL Software, mein Kollege, Product Owner von JTL Easy Auction. Beide Referenten werden Ihnen heute die neuen Umstände mit den Artikelmerkmalen einmal etwas näher bringen. Sehr gut, na dann fangen wir an. Zunächst einmal, ich freue mich ganz doll, dass wir heute die Möglichkeit haben, durch JTL mit so vielen Händlern gleichzeitig zu sprechen über ein sehr, sehr wichtiges Thema, was uns bei eBay umtreibt und wovon Sie hoffentlich alle schon gehört haben. Und das sind Artikelmerkmale und im Besonderen hier neue verpflichtende Artikelmerkmale. Meine Präsentation klickt nicht weiter. Ansonsten würde ich Ihnen gerne mehr darüber erzählen. So, jetzt. Genau. Hier einmal ein Bild von mir, dass Sie sich auch so ein bisschen vorstellen können, wer heute zu Ihnen spricht. Wie gesagt, ich bin im Partnermanagement für Deutschland verantwortlich hier bei eBay. Ich bin nicht alleine im Raum. Ich habe neben mir noch eine sehr nette Kollegin, die deutlich mehr Erfahrung und Wissen in dem Bereich Artikelmerkmale noch mit sich bringen, außer mir, damit wir nachher auch dann entsprechend auf Ihre Fragen antworten können. Das ist die Kollegin Maria Simon und wir beide hoffen, dass wir Ihnen heute so ein bisschen erklären können, was für Veränderungen gibt es denn überhaupt, warum strebt eBay diese Veränderungen an und warum kommen wir mit diesen Veränderungen auf Sie zu? Ich habe noch ein Slide mitgebracht, generell zur eBay-Listing-Optimierung oder Angebotsoptimierung und werde danach an den Dominik weitergeben, weil uns natürlich sehr daran gelegen ist, dass Sie als Händler auch alle wissen, wie Sie denn die Empfehlungen oder Änderungen, die von eBay-Seite auf Sie zukommen, dann in der JTL-WAVI umsetzen können. Genau, fangen wir mal am besten an, so ein bisschen mit dem, warum sind wir hier und warum haben wir uns für dieses Webinar entschieden. Sie bekommen bei uns mehrfach im Jahr unsere Verkäufer-News, in denen wir immer wieder ankündigen, was für Neuerungen oder Änderungen es bei eBay gibt. Und bei manchen Sachen müssen wir Sie bitten, Schritte vorzunehmen oder Änderungen vorzunehmen. Und manches sind deutlich positive Nachrichten, Ankündigungen von neuen Tools, die Ihnen zur Verfügung stehen und so weiter. Und dieses Jahr im Frühjahr haben wir ein Announcement drin gehabt, dass wir weitere Artikelmerkmale beim Listen bei eBay verpflichtend machen. Das Announcement lautet ungefähr so: Damit Käufer bei eBay schnell gesuchte Artikel finden, müssen sie die passenden und teilweise verpflichtenden Artikelmerkmale angeben. Dies gilt für neue wie auch für zu bearbeitende Angebote. Dieses Announcement war nicht das erste dieser Art, sondern wir hatten auch schon im Juni und dann im Oktober in Kategorien Haus und Garten und auch Fashion-Angebote zu mandatierten oder verpflichtenden Artikelmerkmalen. Und wenn Sie die Zusammenfassung aller bisherigen Announcements sich einmal anschauen wollen, dann würde ich Ihnen empfehlen, einmal auf die Seite verkäuferportal.ebay.de/Artikelmerkmale zu gehen. Dort finden Sie Zusammenfassungen, nochmal Anregungen, warum Artikelmerkmale verpflichtend werden sollten, Anleitungen dazu und auch Excel-Listen mit Übersichten über die kompletten Kategorien. Das Announcement, worauf wir uns heute beziehen, war hauptsächlich in den Kategorien Haus und Garten, Elektronik, Business und Industrie, Feinschmecker und Reisen. Und wir haben angekündigt, dass wir zum Ende des ersten Quartals neue Artikelmerkmale hinzufügen werden, verpflichtend werden machen und auch neue Artikelmerkmale als empfohlen herausstellen werden. Wir befinden uns damit auf einer Reise hin zu mehr verpflichtenden Artikelmerkmalen. Die haben wir letztes Jahr gestartet und bis Ende 2020, Anfang 2021 werden noch deutlich mehr Kategorien dazukommen. Das heißt, das, was wir heute hier im Webinar besprechen, ist auch noch für längere Zeit relevant. Wir sagen in diesem Announcement, dass es für neue und auch zu bearbeitende Angebote gilt. Was heißt das genau? Das heißt, dass wenn Sie im Listing-Prozess bei eBay sich befinden, dass mandatierte Artikelmerkmale bei neuen Listings, die Sie auf eBay live schalten wollen,
dass Sie dort diese mandatierten, verpflichtenden Artikelmerkmale hinterlegt haben müssen, damit der Artikel auf eBay sichtbar wird. Wichtig ist auch der Punkt, dass es hier zu bearbeitende Listings trifft. Das heißt, wenn Sie bei einem Artikel den Preis ändern wollen, sich die Menge an einem Preis ändert oder Sie jegliche Art von Änderung an einem schon bestehenden Listing auf eBay machen wollen und das Artikelmerkmal bisher nicht gepflegt haben, dann wird dies zu einem Fehler führen und die Neuerungen oder von Ihnen vorgenommenen Änderungen können nicht überschrieben oder nicht gespeichert werden. Das heißt, die Aufgabe jetzt ist es, schon mal zu prüfen, habe ich den Artikel in den entsprechenden Kategorien für die entsprechenden Artikelmerkmale, die es betrifft, dann füge ich die am besten jetzt schon hinzu, damit, wenn ich dann später, nachdem das Mandat greift, ich keine Fehlermeldungen habe, wenn ich den Preis oder die Menge ändern will. Wir wissen, dass das ein sehr weitreichender Schritt ist, dass es sehr viel Arbeit auf Ihrer Seite bedeutet. Und deswegen werden wir im Verlauf auch mal nochmal darauf eingehen, warum wir denn das Ganze tun. Ein Grund ist, dass wir ein globaler Marktplatz sind mit insgesamt 1,4 Milliarden Angeboten weltweit und 182 Millionen Käufern. Das ist eine unvorstellbar große Menge an Angeboten und Käufern, die zusammengebracht werden müssen. Und genau darum geht's. Artikelmerkmale sollen uns dabei helfen, die Sichtbarkeit ihrer Angebote zu erhöhen und wir wollen uns dort in die Käuferbrille hineinversetzen und Käufern einfach so die bestmögliche Sichtbarkeit für ihre Artikel gewähren. Wenn wir uns diese beiden Kreise mal anschauen und damit die wichtigsten Punkte, warum wir Artikelmerkmale mandatieren, dann kommen wir auf den Punkt Sichtbarkeit. Wenn wir uns in den Käufer, der bei eBay einkauft, hineinversetzen, dann können wir sagen, dass 90% der Produktsuchen bei eBay nicht durch Stöbern, sondern durch die direkte Eingabe von Suchbegriffen in die Suchleiste erfolgt. Und dann wird ihm eben eine Suchergebnisseite basierend auf seine Suche angezeigt. Nur 40% der auf eBay angebotenen Artikel trägt auch Artikelmerkmale. Das heißt, wenn die Suche des Käufers nicht genau das trifft, was im Titel dann zu finden ist, nutzen Käufer häufig Filter. Und nur bei 40% der Artikel heute findet der Kunde dann auch wirklich den Artikel, den er sucht. Was für Sie so ein bisschen die Aussage ist, wenn Sie jetzt Artikelmerkmale hinzufügen, dann sind Sie sozusagen im Kreise der Händler, die einen eindeutigen Vorteil haben, weil sie mehr Sichtbarkeit generieren, weil bis dato der Vorteil für die Leute, die Artikelmerkmale sehr, sehr gut gepflegt haben und das über die Mandatierten hinaus, also auch in den Bereich empfohlen oder optional, kann das einfach zu größerer Sichtbarkeit führen. Wenn wir beim Thema Sichtbarkeit sind, dann sprechen wir über Sichtbarkeit bei eBay, aber auch außerhalb von eBay. Wir arbeiten mit Unternehmen wie Google oder Idealo zusammen, um Traffic auf eBay-Angebote zu bekommen, wie zum Beispiel durch Google Shopping oder aber auch mit einem Feed, der an Idealo geht. Beide Unternehmen haben dort Kriterien und ein Kriterium ist zum Beispiel eine ausgefüllte ERN oder eine Herstellernummer. Das heißt, wenn Sie in Ihren Artikelmerkmalen die verpflichtenden Artikelmerkmale wie auch die ERN oder die Herstellernummer nicht gepflegt haben, dann können Sie hier von der zusätzlichen Sichtbarkeit auch außerhalb von eBay nicht partizipieren. Von daher ist unsere grundlegende Empfehlung, die ERN, sofern eine verfügbar ist, immer mit anzugeben bei Artikeln. Hinzu kommt, dass gerade Google für Google Shopping Dinge anders indexiert, wenn Google glaubt, dass ein Artikel auf eBay ein besonders gutes Listing ist, um das mal sehr plakativ zu sagen. Und ein Kriterium sind auch ausgefüllte Artikelmerkmale, weil Google ganz schwer darauf geht, dass sie eine positive Käufererfahrung schaffen wollen. Und eine positive Käufererfahrung wird geschaffen, wenn der Käufer genau den Artikel findet, den er dann auch sucht. Das heißt, wenn wir uns auf egal welcher Plattform in die Rolle des Käufers hineinversetzen, dann muss ich mich immer fragen, welche
welchen Artikel möchte ich hier eigentlich kaufen und welche Informationen brauche ich dafür? Und genau diese Informationen muss ich dann nicht nur in den Titel, sondern eben auch in die Artikelmerkmale hinzufügen. Aus der eBay-Sicht gesprochen, mandatieren wir Artikelmerkmale, weil wir unseren Käufern aus der Vielzahl unserer angebotenen Produkte einfach mehr sicher und mit einer höheren Trefferquote den richtigen Artikel anzeigen wollen und weil wir Artikel besser zusammenfügen wollen. Wir möchten Käufern, wenn man sich einen Artikel anguckt, relevante andere Angebote zu genau dem gleichen Artikel ebenso anzeigen. All das spielt auf die Sichtbarkeit ihrer Artikel ein. Der zweite Kreis hier hat das Filter-Icon und das ist auch ein für Sie wichtiger Punkt, sich den einmal so vor Augen zu führen, denn unsere Kunden auf der eBay-Plattform nutzen Filter. Ich habe gleich nochmal zwei Beispiele mitgebracht, wie Händler Filter nutzen und wie schnell ihre Artikel nicht mehr sichtbar sind, wenn sie entsprechende Artikelmerkmale nicht hinterlegt haben. Wenn Sie einen Artikel bei eBay platzieren wollen, ist ein Vorschlag von unserer Seite immer, einmal sich bei eBay einen ähnlichen oder den gleichen Artikel anzuschauen und in der linken Navigation zu gucken, welche Filterkriterien werden mir dann angegeben und welche Werte stehen auch dort hinter. Und das kann Ihnen Einblick darüber geben, welche Artikelmerkmale Sie denn pflegen. Ein zweiter Hinweis ist, sich immer Artikelmerkmale produktspezifisch anzugucken. Schauen Sie sich Ihr Produkt an und überlegen Sie, was sind meine kaufentscheidenden Kriterien oder Artikelmerkmale, die ich wissen muss. Das sind Breite, Größe, Farbe, das Material, aber auch sowas wie die Speicherkapazität für elektronische Geräte. Genau. Wenn wir einmal weitergehen, gehen wir auch schon in ein Beispiel. Hier versuchen wir, ein Bett inklusive Matratze zu kaufen. Wenn wir einfach mal nach dem Produkt Bett inklusive Matratze im Titel suchen und nur einen Filter, und das ist die Größe der Liegefläche, hinzufügen, dann haben wir 52% weniger Angebote. Das kann gut sein, weil auch nur so viele Artikel wirklich auf der Plattform sind. Es ist aber auch so, dass wenn Sie die Liegefläche nicht angegeben haben in Ihren Listings, Sie nicht bei diesen 52% der Artikel mehr angezeigt werden. Sie also massiv an Sichtbarkeit verlieren. Wenn ich mich aber in den Käufer hineinversetze und ich genau weiß, dass ich einen 160 cm Bett haben möchte, dann werde ich die Liegefläche auf jeden Fall in den Artikelmerkmalen, in den Filtern, Funktionalitäten auswählen und habe nur noch 50% der Listings für mich zu sehen, obwohl eventuell viel mehr Produkte zur Verfügung stehen, weil ich es eventuell im Titel gar nicht gesucht habe. Hier in dem Beispiel habe ich nur nach Bett inklusive Matratze gesucht. Sie haben die Liegefläche nicht angegeben in den Artikelmerkmalen, also werden Ihre Artikel nicht mehr angezeigt. Wenn ich das noch hinzufüge mit Material, Produktart, Matratzenart und dem Härtegrad der Matratze, habe ich nur noch 11% meiner Betten inklusive Matratze für mich in meiner Kaufentscheidung, was für Sie einfach mehr Sichtbarkeit und damit potenziell mehr Umsatz bedeutet, wenn Sie so viele Artikelmerkmale wie möglich pflegen. Ein anderes Beispiel, was ich heute Morgen gemacht habe in Vorbereitung dieses Webinars, ist, dass ich einfach mal nach einem roten Kleid auf eBay gesucht habe und habe 266.000 Ergebnisse gefunden. Wenn ich nur den Filter Rot hinzugefügt habe, obwohl ich ja im Titel schon gesagt habe, dass ich ein rotes Kleid suche, komme ich nur auf 140.000 Ergebnisse. Das heißt, um die 120.000 Ergebnisse, die alle eigentlich ein rotes Kleid hätten, aber kein Filter hinzugefügt oder kein Artikelmerkmal rot hinzugefügt haben, fallen hier aus der Suche vollkommen raus. Und weil wir eben bei eBay sagen, dass es gewisse Artikelmerkmale gibt, die wir verpflichtend machen müssen, damit der Käufer genau das Produkt bekommt, was er auch sucht, gibt es eine größere Menge an Artikelmerkmalen. Wenn man das Beispiel mit dem roten Kleid noch weiterspinnt und auch noch die Kleidergröße angibt, ich habe zum Beispiel gesucht nach rotes Kleid Größe M, bekomme ich 50.000 Ergebnisse. Wenn ich die Filter in der linken Navigation Rot und Größe M angebe, sind es nur noch 18.000. Das heißt,
Bei uns bei eBay ist es wichtig, dass in der Suchanfrage oder in der Suchanfrage vom Käufer, und wir erinnern uns, über 90% der Käufer suchen über das Suchfeld, ich nicht nur im Titel, sondern eben auch in den Artikelmerkmalen meine Spezifika angegeben habe, damit nicht nur Schlagworte gesucht werden, sondern auch in der Filterfunktionalität meine Artikel dann die entsprechende Sichtbarkeit noch haben. Wenn Sie sich vielleicht gefragt haben, warum ich für diese Präsentation dieses vielleicht schrecklich anmutende Gelb ausgesucht habe, dann weil ich möchte, dass Ihnen dieses Beispiel ein wenig hängen bleibt. Denn wenn wir über Artikelmerkmale sprechen, ist es nicht nur wichtig zu wissen, welche Artikelmerkmale ich ausfülle, sondern auch, was ich dort hinterlege. Wir wissen, dass besonders Herstellern das manchmal sehr wichtig ist, dass die Bluse Currygelb ist oder Limonengelb oder anderartig blau, keine Ahnung. Doch wenn wir uns in den Käufer und sein Suchverhalten wieder hineinversetzen und in die Gruppierung von Artikeln, dann sind all die verschiedenen Gelbtöne, die wir auf der linken Seite sehen, schlussendlich in unserem Filter gelb. Das heißt, wenn wir das Beispiel von dem roten Kleid haben und ich meine Kleidergröße als M oder eben als Medium angebe in den Artikelmerkmalen als Wert, dann kann das schon wieder rausfallen, wenn Medium nicht M ist. Und genauso ist es bei Gelb. Wir matchen Farbe Narzisse nicht zum Filter Gelb. Und wenn Sie Narzisse angeben, dann ist Ihr Artikel, dann hat er zwar das Artikelmerkmal Farbe ausgefüllt, was prinzipiell gut ist. Es ist aber kein Gelb und trifft damit nicht mehr auf den Filter. Auch hier, um sich ein bisschen zu orientieren, die Empfehlung: Gehen Sie in die Kategorien, in denen Sie verkaufen wollen, rein, suchen Sie nach Artikeln, die ähnlich zu dem Ihren sind und schauen Sie sich an, welche Artikelmerkmale werden hier gepflegt und welche Werte stehen dahinter. Genau, und weil wir sagen, dass die Artikelmerkmale bei uns mandatiert werden, weil wir an der Sichtbarkeit vor allem und der Strukturiertheit unserer Artikel und unserer Daten arbeiten wollen, sehen wir das als eBay notwendig, dass wir hier einfach den Schritt gehen, nach und nach mehr Artikelmerkmale verpflichtend anzugeben, um unseren Käufern einfach einen größeren Pool an relevantem Inventar aus diesen 1,4 Milliarden Listings anzuzeigen. Sichtbarkeit kommt aber nicht nur durch Artikelmerkmale, sondern es gibt noch viel, viel mehr Punkte, die man an einem eBay-Listing beachten kann, um dann Sichtbarkeit zu generieren und eine positive Käufererfahrung zu schaffen. Das würde ein bisschen das Pensum des Webinars sprengen und die Zeit, aber ich habe hier einfach mal eine Übersicht mitgebracht von den wohl neben Artikelmerkmalen 8 wichtigsten Punkten, die ich Ihnen einfach ganz kurz mal ansprechen möchte, bevor wir dann an den Dominik von JTL weitergeben und uns anschauen, wie wir denn eben die Artikelmerkmale in der WAWI umsetzen können. Und das sind Bilder. Bei eBay können bis zu 12 Bilder in Ihrem Listing angeboten werden, und wir wissen, dass mehr Bilder zu mehr Conversion führt. Ich weiß nicht, wie wir Conversion sonst händlerüblich übersetzen, aber ich hoffe, dass Sie verstehen, was wir meinen. Und unsere Empfehlung ist, so viele Bilder wie möglich hinzuzufügen. Haben Sie ein freigestelltes Bild als Titelbild, auch wieder relevant für Google Shopping als Kanal, weil hier auch die Bilderrichtlinien von Google zum Teil härter sind als die Richtlinien von eBay. Keywords ist auf den Titel bezogen. Sie haben 80 Zeichen im Titel. Nutzen Sie den Titel so viel wie möglich aus. Benutzen Sie Synonyme. Der Titel muss für Sie keinen Sinn ergeben, sondern ist mehr eine Schlagwortsuche. Die Themen Rücknahmen und Versand sind so ein bisschen Käufererfahrung, Käufererwartung. So wie die Kunden heute einkaufen, erwarten sie einen schnellen und meist auch kostenfreien Versand und die Option, den Artikel wieder zurückzuschicken. Responsive, damit meinen wir mobile Optimierung, und das gilt auch für den nächsten Punkt, Artikelbeschreibung. Nehmen Sie sich Ihr Handy einmal in die Hand, schauen Sie sich Ihre Artikel online an, Ihr Template, Ihre Artikelbeschreibung online an, denn über 63% der verkauften Produkte bei eBay sind schon, wir sagen es immer, touched by mobile. Das heißt, Sie haben einen mobilen
Punkt, an dem ein Käufer sich den Artikel angesehen hat, in den Warenkorb gelegt hat oder aber auch gekauft hat. Das heißt hier, wenn Ihre Artikel nicht optimiert sind für die mobile Ansicht, verlieren Sie einfach Käufer. Preisen Sie Ihre Artikel richtig. Händler sind manchmal überrascht, wenn sie in den Preisvergleich gehen, dass sie sogar ihre Produkte höherpreisig anbieten können. Hier gibt es Preisvergleich-Tools oder es gibt auch von uns im Haus Therapeak als Tool, womit Sie generell auch in Bezug auf Keywords oder Artikelbeschreibung etwas Research machen können, um Ihre Artikel zu optimieren. Und ein weiterer Sichtbarkeits- und Skalierungshebel sind dann unsere Marketing-Tools mit dem Anzeigenformat oder dem Multirabatt, der Option Bundles zu kreieren und so weiter und so fort. Das einmal für Sie mitgegeben, wie kann ich an Sichtbarkeit generell arbeiten? Und damit würde ich einmal an den Dominik weitergeben, der sich von JSL-Seite aus einmal anschaut, wie man denn die neuen mandatierten und empfohlenen Artikelmerkmale bestmöglich in der WAVI umsetzt. Okay. Dann erstmal an dich vielen Dank, Lisa. Ich switche jetzt hier mal zum Dominik, der dann weitermachen wird. Dann haben wir jetzt also die theoretischen Grundlagen der neuen Artikelmerkmale und die damit zusammenhängende Sichtbarkeit gesehen. Und wir werden uns jetzt angucken und vom Dominik gezeigt bekommen, wie das Ganze dann in JTL WAVI direkt aussieht. Bitte schön, Dominik. Danke, Markus. Danke, Lisa. So, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze in JTL WAVI gehandhabt wird. Hier habt ihr den Bereich der laufenden eBay-Angebote. Hier seht ihr alle eure Angebote, die bei eBay laufen. Wir öffnen jetzt mal einfach exemplarisch ein Produkt, was gerade in der Kategorie Headsets eingruppiert ist und damit unter einen der neuen Kategorien fällt, in denen die Artikelmerkmale verpflichtend eingeführt wurden. Und zwar schauen wir hier mal hinter, welche Merkmale ich jetzt in meinem Beispielangebot hinterlegt habe. Und hier sieht man es zur rechten Seite. In der Kategorie Headsets habe ich jetzt folgende Merkmale gefüllt. Also die Marke ist gefüllt, die Herstellernummer ist gefüllt, die Produktart ist gefüllt, die Anzahl der Ohrhörer ist gefüllt. Aber ich sehe auch, dass noch zahlreiche weitere Beispiele leer sind. Dominik, ja? Kannst du das Fenster, was du gerade aufhast, ein klein bisschen größer ziehen? Leider nicht, nein. Leider nicht. Okay, alles klar. Okay, ich hoffe, mit der Auflösung ist es jetzt nicht zu niedrig, zu hoch, dass es zu klein wird. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Okay, ich wollte jetzt explizit auf ein Beispiel eingehen, beispielsweise die Herstellerfarbe. Die Herstellerfarbe, nehmen wir es mal einfach exemplarisch heran, wird jetzt neu hinzugefügt seitens eBay oder ein verpflichtendes Merkmal. Und wir möchten, dass das in all unseren Angeboten in der Kategorie Headset beispielsweise gepflegt wird. Jetzt könnten wir die Merkmale hier einfüllen. Hier in dem Fall gibt es keine Vorschläge, sondern wir könnten es in Dominik? Jetzt bist du wieder zu hören, Dominik. Entschuldigt bitte, mein Mikrofon hat sich verabschiedet. Ja, das kann passieren. Vor solchen Technik-Fails ist niemand gefeit. So, ich hoffe, ihr hört mich wieder. Ja, jetzt kann man dich wieder hören. Okay, perfekt. Entschuldigt. Ich weiß nicht, was los ist. Gut, ich kümmere mich um die Herstellerfarbe. Wir können jetzt folgenden Weg wählen. Wir gehen über unsere Artikelmerkmale, die global angelegt werden. Und hier habe ich jetzt beispielsweise direkt schon die Herstellerfarbe hinzugefügt. Einfach exemplarisch gesprochen habe ich ein Merkmal inklusive drei Merkmalwerte hinterlegt. Ich habe diese auch als Artikelmerkmal bei eBay verwenden aktiviert. Das Ganze speichere ich ab. Und dann kann ich in meinen Artikel reingehen. Gehe in die Merkmalverwaltung des Artikels. Wähle die Herstellerfarbe aus. Wähle einen entsprechenden Wert aus. Mit einem Doppelklick ziehe ich das hinüber.
oder ich kann auch hier auf den Pfeil klicken, um das meinen Artikel hinzuzufügen. Mit einem Klick auf Speichern und anschließend auch die Stammdaten speichern, habe ich das Merkmal inklusive Merkmalwert meinem Artikel hinzugefügt. Und wenn ich jetzt das laufende Angebot öffne, im Bereich der Kategorieattribute, also der Merkmale von eBay, werde ich jetzt hier sehen, dass unter Herstellerfarbe mein gerade im Artikelstamm hinzugefügter Wert hinzugenommen wurde. Natürlich gibt es mehrere Wege, wie Merkmale hinzugefügt werden können. Das war jetzt ein Beispiel, wie es über den Artikelstamm geschehen kann. Der zweite Weg wäre natürlich, man könnte es hier auch manuell vornehmen und dann auch auf mehrere Angebote oder Artikel übertragen. Oder der einfachere Weg, das massenweise zu tun, über viele Angebote hinweg beispielsweise, wäre unsere JTL-Ameise. Und da möchte ich euch ein Beispiel zeigen. Und zwar nehmen wir uns wieder das Testangebot mit dem Kopfhörer. Ich möchte jetzt hier mehrere Merkmale und Merkmalwerte füllen. Und zwar nehmen wir uns jetzt hier einmal den Formfaktor. Wir nehmen uns die kabellose Technologie und die Besonderheiten, die weiter unten aufkommen. Da sind sogar mehrere Werte auswählbar. Und ich möchte auch noch den Mikrofontyp hinterlegen. Das kann ich jetzt ganz einfach über unsere Ameise tun, indem ich eine CSV erstelle. Ich zeige euch diese CSV einmal, wie sie bei mir aussieht. Sie beinhaltet einfach nur die Artikelnummer des Angebots, die Angebotsnummer und halt eben die entsprechenden Merkmale und Merkmalwerte. Das ist jetzt nur exemplarisch für einen Artikel, für ein Angebot natürlich. Die CSV kann beliebig lang sein. Und wenn ich jetzt unsere Ameise öffne, zeige ich euch, wie ihr das Ganze hier einmal durchführen könnt. Ihr wählt den Importweg aus und geht dann auf den Punkt eBay Attribute, wählt die CSV aus, die ich gerade gezeigt habe, klickt auf Laden. Und in dem Fall habe ich tatsächlich auch schon die komplette Zuordnung hergestellt. Oben die Spalten in der Ameise, für diejenigen, die mit der Arbeit mit der Ameise vertraut sind, die kennen das schon. Hier oben sieht man direkt schon, dass meine Spalte in der CSV-Angebotsartikelnummer direkt verknüpft wurde mit dem entsprechenden Feld hier, damit das entsprechend richtig importiert und zugeordnet wird. Ansonsten könnte ich auch noch hingehen und hier manuell halt eben Spalten der CSV einem Importfeld zuweisen. Jetzt kann ich das Ganze über einen Import direkt starten. Wichtig ist, vor einem Ameisenimport immer eine Datenbanksicherung anlegen. Einfach sicherheitshalber, falls irgendetwas falsch zugeordnet wurde. Wir starten den Import und wir sehen schon, dass die eBay-Attribute erstellt wurden. Und jetzt können wir tatsächlich einfach in unser laufendes Angebot zurückwechseln und wir prüfen einmal, ob die entsprechenden Felder gefüllt wurden. Wir wechseln in die Step-Kategorie und wir sehen jetzt hier, dass der Formfaktor, wie aus der CSV hervorgehend gefüllt wird, die kabellose Technologie, Bluetooth wurde hinterlegt, wir sehen, dass der Mikrofontyp hinterlegt wurde und dass ein Merkmalwert der Besonderheiten hinzugefügt wurde, die Anruffunktion. Das ist quasi die einfachste Möglichkeit, mehreren Hunderten oder gar Tausenden Angeboten bestimmte Merkmale zuzuweisen. Der manuelle Weg, den ich vorhin zu Fuß gezeigt habe, über die Artikelverwaltung, lässt sich natürlich auch über die JTL-Ameise darstellen und abbilden. Also es gibt, wie ihr seht, viele Wege und Möglichkeiten, wie ihr eure eBay-Angebote mit den entsprechenden Feldern befüllen könnt. Was ich euch auch noch unbedingt zeigen möchte, ist, dass wir seit der JTL-Wavi 1.5.11 die empfohlenen Merkmale auch als solche ausweisen. Ihr seht es jetzt hier in dem Bereich, hier werden sämtliche Merkmale der jeweiligen Kategorie aufgeführt zur rechten Seite. Und ihr seht hier, dass beispielsweise das Merkmal Produktart ein empfohlenes Merkmal ist. Und verpflichtende Merkmale werden natürlich auch als verpflichtende deklariert, wie zum Beispiel die Marke. Das heißt, ihr habt jetzt hier den bestmöglichen Überblick, welche Merkmale und Merkmalwerte zur Pflicht werden. Es gibt auch bei eBay auf der genannten Seite von Lisa eine Übersicht über die sämtlichen Merkmale und Merkmalwerte, die für diese Kategorie jetzt verpflichtend eingeführt werden oder auch wie die empfohlen sind. Da könnt ihr euch gerne ebenfalls informieren.
und ihr seht sie natürlich auch hier in den jeweiligen Kategorien. Noch ein kurzer Abstecher in die Artikelverwaltung. Wenn ihr euren Angeboten manuell Merkmale zugewiesen habt, könnt ihr auch anschließend hingehen und sagen, ich möchte jetzt meine eBay-Vorlage, die ihr rechts unten hier seht, ich öffne sie mal exemplarisch. So, hier habe ich meine eBay-Angebotsvorlage und wir wählen jetzt hier manuell mal ein paar Merkmalwerte aus und speichern das Ganze. Da kann ich tatsächlich auch hingehen und sagen, ich möchte diese Vorlage kopieren. Und dann möchte ich diese Vorlage auf einen anderen Artikel einfügen. Dann gibt es seit kurzem einen neuen Dialog, der euch vor die Wahl stellt, welche, also wie der Kopiervorgang gehandhabt werden soll. Ob ihr alle Merkmale und Merkmalwerte aus der gerade zu sehenden Angebotsvorlage übertragen möchtet oder ob ihr Werte aus den Zielartikeln übernehmen möchtet oder ob diese Daten tatsächlich zusammengeführt werden sollen. Wir sagen jetzt in diesem Fall mal, wir wollen die Quellvorlage 1:1 kopieren. In dem Fall sollten die Werte, die ich gerade eben manuell hinzugefügt habe, hier jetzt 1:1 übernommen worden sein. Und das werdet ihr jetzt hier sehen. Hier sind die ganzen manuell ausgefüllten Werte, Merkmalwerte vorhanden. Formfaktor nur im Ohr. Das heißt, ihr habt hier mehrere Wege und Möglichkeiten, eure Merkmalwerte und Merkmale den eBay-Angeboten und Artikeln flexibel in der WAVI zuzuweisen. Das war es tatsächlich jetzt schon von meiner Seite aus, wie ihr Merkmale in der JTL-WAVI handhabt. Die Merkmale und Merkmalwerte, die hier zur Auswahl stehen, die werden im eBay-Abgleich stets aktuell gehalten. Das heißt, sofern es neue Merkmale und Merkmalwerte gibt, wir nennen es die Kategorieattribute, dann werden die natürlich auch in der WAVI eingelesen und aktualisiert und stehen euch hier zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst nichts manuell anstoßen, sondern der eBay-Abgleich in eurer JTL-WAVI wird diese automatisch einlesen. Das war's von meiner Seite, Markus. Ja, okay. Dann auch an dich natürlich vielen Dank für die praktische Ausführung des Ganzen. Dann denke ich, können wir an dieser Stelle auch direkt in die Fragerunde gehen. Es sind natürlich einige Fragen aufgekommen, die wir dann jetzt auch noch mal angehen wollen. Lisa und Maria, ihr steht beide auch zur Verfügung. Selbstverständlich. Das ist gut. Ich wollte nur, dass ihr eure Mikrofone in dem Moment auch freischaltet. Okay, dann wollen wir mal schauen. Ich denke, wir gehen die Fragen einfach mal chronologisch durch. Zwar kommt hier die erste Frage zu den sogenannten EPID-Nummern. Hier wird oder hier werden gebrauchte Smartphones und Handys vertrieben. Und die Frage lautet jetzt, reicht es aus, wenn diese EPID im Stammartikel hinterlegt wird, damit eBay sich dann alle relevanten Merkmale alleine zieht? Denn bei JTL gibt es ja die Funktion, Informationen aus eBay-Katalog nutzen. Mhm. Ja, können wir eine einfachere Frage nehmen? Nein. gute Frage. Ich meine, Maria, kannst du sprechen? Ja, hallo. Ich glaube, das ist eine Frage für JTL, an welcher Stelle das hinterlegt werden muss. Also bei uns gibt es ja dafür ein Feld, was da vorgesehen ist, was befüllt werden muss, kann, darf. Aber an welcher Stelle das im Tool hinterlegt werden will, Dominik, das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen. Genau, richtig. Also die EPID, die könnt ihr natürlich im jeweiligen Stammartikel hinterlegen. Die befindet sich hier im Stammartikel im Bereich Sonstiges und dann rechts unten für den jeweiligen Marktplatz, sofern euch die EPID natürlich bekannt ist. Dann tragt ihr die EPID hier ein, speichert das Ganze und im Angebot selber könnt ihr dann auch die entsprechende Option setzen, Angebot mit Informationen aus dem eBay-Katalog vorbefüllen. Das heißt, dann werden sämtliche Kategorieattribute und Merkmale aus dem eBay-Angebot von euch gezogen. Mhm. Genau, okay, also und in der Frage war ja die Spezifikation, dass es sich um gebrauchte Artikel handelt. Hier ist natürlich darauf hinzuweisen, dass EPIDs immer für genau einen Artikel da sind und dass man sich sicher sein muss, dass der
Artikel auch wirklich der ist, den man verkauft und dass es nicht unter Umständen eine andere EPID gibt für einen bereits general überholten oder gebrauchten Artikel. Da kommt dann nochmal eine zusätzliche Frage von dem Teilnehmer an den Dominik in dem Moment. Die Frage ist, muss da eine zusätzliche EAN aufgeführt und eingeführt werden? Oder reicht es, wenn die EPID hinterlegt wird? Es sollte reichen, wenn die EPID hinterlegt ist. Müsste. 100%ig sicher bin ich mir jetzt nicht, aber gerne können wir die Impfung auch noch im Nachgang versenden. Müsste eigentlich durch die EPID ausreichen, ja. Ja, okay. Genau, und meine Empfehlung ist nur immer einmal nochmal reinzugehen, wenn man die EAN hat, dass man die EAN vergleicht mit der, die bei uns im Katalog hinter der EPID hinterlegt ist, weil die EAN bei uns so einen hohen Stellenwert hat, gerade wenn man sich auch nochmal kurz an meinen Teil der Präsentation zurückerinnert, was die Traffic-Seiten außerhalb von eBay angeht, also Google Shopping, Idealo und so weiter und so fort, ist die EAN so wichtig, dass ich die immer nochmal vergleichen würde mit denen, die hinter der EPID stehen. Vielleicht okay. An dieser Stelle nochmal ein guter Hinweis. Wenn die Händler feststellen, dass bei uns im Katalog falsche Informationen hinterlegt sind, es gibt bei uns so eine Meldefunktion, da gibt es ein Fähnchen im Verkaufsformular bei uns auf der eBay-Webseite. Das heißt, da kann man ganz unkompliziert einfach mit zwei Klicks Fehler melden. Das heißt, wenn Sie feststellen, dass da falsche Informationen gematcht sind, dass die Sachen nicht zusammenpassen, dann bitte, bitte an uns melden. Wir versuchen natürlich sowas nachzuhalten, aber manche Dinge gehen uns durch und deswegen sind wir immer darin bestrebt, unseren Katalog möglichst korrekt zu halten. Danke. Okay, danke auch Maria. Weil es gerade so schön dazu passt, an die beiden Damen von eBay die Frage, wie bzw. wo ist die EPID denn zugänglich? Ich denke, das ist nochmal eine ganz interessante Frage im Allgemeinen. Genau, ich glaube, Dominik, das ist was, wo du uns auch helfen kannst, weil es bei JTL im Speziellen ja auch so ist, dass man über euch basierend auf der EAN die EPID sich zurückgeben lassen kann, oder? Das stimmt durchaus, wenn man in einer entsprechenden Kategorie unterwegs ist, die was mit den EPID-Informationen gefüllt ist, dann kann es auch in der Terrarie gespielt werden. Das Problem ist, mir liegt jetzt gerade keine ERN vor, weil ich nicht eine entsprechende EPID von euch erhalte. Die habe ich noch nicht vorbereitet. Ansonsten ist das tatsächlich so, dass wir in dem Dialog hier, in dem Bereich der laufenden Angebote, wird eine Rückmeldung kommen, die euch diesen Button hier unten, diese Fehleransicht öffnet. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, die Produktinformationen, die hinter der EPID stehen, einzusehen. Wenn zum Beispiel zu einer EAN 2, 3, 4 EPIDs gefunden werden konnten, habt ihr hier die Möglichkeit, eine entsprechende auszuwählen. Diese wird dem Angebot zugewiesen und auch Wunsch auch im Stammartikel hinterlegt. Und die ist dann diesem Angebot zugeordnet. Also das heißt, hier habt ihr dann die Zuordnungsmöglichkeit. Wie gesagt, auf die Schnelle habe ich jetzt leider keine gültige EAN vorliegen, aber ihr könnt euch das tatsächlich auch im JTL Guide anschauen. Das nennt sich Product-Based Shopping in dem Bereich eBay bei uns im JTL Guide. Und da seht ihr den Dialog in seiner vollständigen Ausprägung. Okay, super. Dann kommen wir nochmal zur Sichtbarkeit. Das Thema hatte die Lisa ausführlich einmal beschrieben. Und jetzt ist hier da nochmal die Frage aufgekommen, ob es denn für die Sichtbarkeit der Angebote beziehungsweise sogar für die Relevanz der Merkmale einen Unterschied macht, ob ausschließlich die im Kontextmenü vorgeschlagenen Merkmale genutzt werden oder ob es denn frei formulierte Merkmale sind, die da die Sichtbarkeit beeinflussen. So grundsätzlich ist es so, dass wir auf jeden Fall immer empfehlen, alles, was eBay vorgibt, egal ob es jetzt aus Händlersicht Sinn macht oder nicht, alles, was da ist, bitte immer ausfüllen, weil es für uns eine Bedeutung hat. Wir sind ja auch gerade dabei, die Artikelmerkmale großflächig zu aktualisieren, auf den neuesten Stand zu bringen. Deswegen ist es immer wichtig, alles auszufüllen, was geht. Zusätzlich kann man natürlich gerne auch eigene Artikelmerkmale anlegen. Das hat unter anderem den Vorteil, dass ja dann im Bereich Artikelmerkmale ganz übersichtlich angezeigt wird, welche
Spezifikation ein Produkt hat. Das heißt, wir haben möglicherweise eben nicht alles, was man so angeben kann, mit bei uns hinterlegt. Wie gesagt, das wird auch in Zukunft noch weiter ergänzt. Aber der große Vorteil gerade in der mobilen Ansicht ist, dass man dann wirklich stichpunktartig das komplette Produkt beschrieben hat. Also wirklich nutzen Sie das sehr gerne, fügen Sie eigene Artikelmerkmale hinzu, aber wie gesagt, bitte auch immer die ausführen, die E-Mail Ihnen vorgibt und wirklich komplett und vollständig. Okay. Dominik, ich glaube, das ist nochmal eine Frage für dich. Obwohl es geht doch tatsächlich um eBay. Vielleicht können wir das über die WAVI auch abbilden. Mal schauen, wer sich der Frage annimmt. Kann ein Report generiert werden, der zeigt, wo welche Artikelmerkmale fehlen, an welchen Produkten? Also ich kann die mal aus der JTL-WAVI-Perspektive beantworten. Die Lisa hat es ja vorhin schon erwähnt. Wenn jetzt bestimmte Merkmale verpflichtend werden, die noch nicht im Angebot hinterlegt sind, würde es dazu führen, dass in dem Bereich der laufenden Angebote dieses Angebot rot, das heißt fehlerhaft unterlegt wird. Das heißt, die Änderung, die an dem Angebot durchgeführt werden sollte, und sei es nur eine Preisänderung oder eine Bestandsänderung, die wird übermittelt, aber nicht angenommen, weil das Merkmal fehlt, was jetzt verpflichtend ist. Und erst wenn ihr die Merkmale dann entsprechend hinterlegt habt, könnt ihr das Angebot erneut zur Aktualisierung hier heranstoßen und die Änderung wird zu eBay übermittelt. Das heißt, ihr werdet hier tatsächlich vermutlich in dem Fall einige Angebote rot haben, wenn ihr die Merkmale noch nicht hinterlegt habt, die jetzt Pflicht sind. Was ja wie eine Report-Funktion in dem Sinne dann auch funktioniert. Okay. Gucken wir mal weiter. Hier ist noch mal eine Frage, warum manche Artikelmerkmale auf 30 Stück beschränkt sind. Also da geht es jetzt um Variantenangebote. Und da hat der Teilnehmer mehr als 60 Modelle, kann aber nur 30 Modelle mit Merkmalen pflegen. Wo kann da oder was kann da der Usus Knactus sein, sag ich mal? Gibt es da eine Beschränkung bei der Verteilung von Merkmalen? Ja, die Limitierung ist uns bekannt. Und es ist eine Limitierung, es ist eine Einschränkung. Wir nehmen das Feedback immer, immer gerne auf. Wir haben hier, Maria und ich sind in einem Team bei eBay, was sich genau mit solchem Feedback natürlich dann auch an die Produktorganisation wendet und sowas weitergibt. Es ist halt definitiv ein Ausnahmefall, dass so viele Varianten hinterlegt sind und so viele Artikelmerkmale dann eben auch hinterlegt werden müssen. Und wir haben dort hier per se keine Default-Lösung, die es einfacher macht, außer dann eventuell weniger Varianten anzulegen, um die Artikel dann auch richtig angelegt zu haben, weil das eben eine Limitierung ist, mit der wir hier entsprechend leben müssen. Und der Hintergrund ist natürlich auch, dass es übersichtlich bleiben muss für den Käufer. Also man muss sich das vorstellen, gerade jetzt im Bereich auf dem Mobilgerät, also 63% unseres Umsatzes wird ja bereits mobil erwirtschaftet und das steigt jedes Quartal weiter an. Und deswegen ist es natürlich auf kleinen Bildschirmen, wenn der Käufer da eine lange Liste an Filtermöglichkeiten hat, macht es das super unübersichtlich. Und deswegen sind wir natürlich bestrebt, dass wir die häufigsten oder relevantesten Artikelmerkmale als Filter zur Verfügung stellen. Aber ja, die Limitierung ist quasi auch gewollt. Okay. Schauen wir nochmal weiter, was auch noch eine sehr, sehr interessante Frage ist. Sind denn die empfohlenen Merkmale, auf die jetzt hingewiesen wurde für den 31. März, sind die bereits aktuell drin? Also sprich bei uns, Dominik, in der WAVI schon aktualisiert oder wird das dann on the fly quasi am 31. importiert? Also die empfohlenen Merkmale sind Stand jetzt drin. Es sind tatsächlich hier ein Beispiel. Die Anzahl der Ohrhörer ist tatsächlich jetzt ein empfohlenes Merkmal und soll zum 31.07. ein Pflichtmerkmal werden. Das heißt, daran habt ihr auch schon einen Identifikator, dass, Lisa, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, meistens auch die empfohlenen Merkmale zum Pflichtmerkmal werden können. Genau, das ist natürlich eine Guidance, die wir offiziell nicht, wo es uns schwerfällt, die offiziell zu sagen, aber da du es jetzt gesagt hast, Dominik, ist es vollkommen okay. Wenn wir uns jetzige empfohlene Artikelmerkmale angucken, dann
können wir davon ausgehen, dass die weiter wichtig bleiben und aus genau den Gründen, die wir vorhin genannt haben, eventuell noch wichtiger werden und uns eventuell dazu bewegen, die zu mandatieren. Das war jetzt sehr viel Fluff für, ja. Grundsätzlich, die Frage zielte, glaube ich, auch so ein bisschen darauf ab, sehe ich denn jetzt schon, was mandatiert ist und sehe ich jetzt schon, was zukünftig empfohlen wird? Da bleibt zu sagen, dass wirklich der Stichtag, an dem die Artikelmerkmale mandatiert sind, dann auch der Tag ist, wo es in JTL als mandatiert, also als verpflichtend und dann eben auch als empfohlen hinterlegt wird. Deswegen machen wir das Webinar heute und erklären, worauf hingewiesen werden muss, dass auch für zukünftige Artikelmerkmale oder wenn sich an Timelines was verändert, es trotzdem immer wieder die Vorteile gibt, die darauf einzahlen, wenn man jetzt schon die Artikelmerkmale pflegt. Unabhängig davon, ob sie jetzt schon mandatiert sind oder nicht. Von daher würde ich immer reingehen und meine Artikel dahingehend optimieren, dass ich empfohlene Artikelmerkmale hinterlegt ist. Und hier vielleicht auch eine Anmerkung vorab. Unsere empfohlenen Artikelmerkmale setzen sich daraus zusammen, wie wir Käuferverhalten auf der Plattform sehen in Daten. Also wie bewegen sich Käufer auf der Plattform, welche Filter nutzen sie, welche Suchworte geben sie ein. Und wir nennen das Ganze Buyer Demand Data und daraus geschmückt sind dann unsere Empfehlungen für Artikelmerkmale und eben auch die, die wir mandatieren. Okay, jetzt ist hier nochmal eine Frage aufgekommen, die auch eher allgemeiner gehalten ist. Und zwar, gibt es denn irgendwie eine Form von Katalog, CSV oder Excel-Datei mit allen Merkmalen pro Kategorie? Kann sich der Händler sowas irgendwo runterladen? Ist das irgendwo einsehbar? Wo gibt es da eine Möglichkeit? Das ist ja eine hervorragende Frage. Auf meiner dritten Slide oder so war, glaube ich, die URL verkäuferportal.ebay.de/Artikelmerkmale. Und dort gibt es wirklich für jede Kategorie einen Excel-File, was man sich runterladen kann mit der Kategoriestruktur, den Artikelmerkmalen und ich glaube sogar den Werten dahinter. Mhm. Und diese Seite gibt es auch in den anderen Ländern oder in den anderen Marktplätzen von eBay, eben zum Beispiel mit der Endung co.uk oder Italien, Frankreich, Spanien. Wenn man dort nach dem Seller Center in England zum Beispiel sucht, findet man ähnliche Excel-Files. Bei JTL haben wir auch einen File zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, wie dort eventuell noch die Möglichkeit besteht, das eventuell zu teilen von eurer Seite im Nachgang. Da können wir sicherlich auch nochmal drüber reden, Dominik. Können wir gerne machen. Im Nachgang werden wir noch ein paar Informationen verschicken, Markus. Ne? Du wolltest Na klar. darauf reingehen und gegebenenfalls können wir da natürlich noch was beifügen. Ja, ja, ja. Wir werden auch auf viele der hier eingegangenen Fragen im Nachgang eingehen müssen, weil da doch viele Fragen dabei sind, wo wir auch auf schon vorhandene Informationen im zum Beispiel JTL Guide oder zurückgreifen können und wollen und müssen. Diese Fragen können wir nicht alle hier im Webinar klären, aber vielleicht hier nochmal eine Frage mit reingegeben, die vielleicht ja auch viele Händler tangiert in dem Sinne. Und zwar wurde hier einmal quasi angemerkt, bei Merkmalen für Autoteilehersteller, ne, gibt es wohl tausende Merkmale, die auf mehrere Artikel passen und die beim Einspielen das eBay-Template, das Template zerstören. Attribute sind da wohl artikelspezifischer und wie kann das mit Attributen gemacht werden, Dominik? Haben wir da eine Möglichkeit? Okay, das ist natürlich etwas komplexer, die Thematik. Das ist schwierig jetzt alles zu erzählen, weil die Fahrzeugverwendungsliste und die Attribute, die können natürlich hier auch im Angebot hinterlegt werden oder als Attribute im Stammartikel. Und das Ganze kann natürlich auch per JTL-Ameise importiert werden. Also, soweit kann ich da aktuell gehen und das schon mal durchgeben. Besteht denn aus technischer Sicht irgendwie die Möglichkeit, dass eBay auch die Attribute quasi annimmt oder akzeptiert? Also die sind Bestandteile, genau. Die sind Bestandteil, ne? Ja, ja. Ja, genau. Okay.
Wollen wir noch mal schauen, vielleicht hier auch noch mal, das ist vielleicht eine Frage, ja oder nein, ganz genau, die auch zum Verständnis vielleicht beiträgt. Das heißt also, wenn der Produktkatalog in meinem Artikel angezeigt wird, bin ich gut aufgestellt? Lautet hier die Frage. Also ich denke... Noch mal die Frage, bitte. Ja, das heißt also, wenn der Produktkatalog in meinem Artikel angezeigt wird, bin ich gut aufgestellt. Das ist jetzt das Fazit aus euren beiden Teilen, also aus Lisas Teil und Dominiks Teil. Mhm. Und dort dann also es empfiehlt sich grundsätzlich immer, den Katalog zu verwenden, weil man gerade bei Neuartikeln hat man dann hochwertiges Foto, man hat die ganzen Informationen hinterlegt, also so ein blödes Beispiel, ich weiß, die Händler mögen das nicht so gerne, aber es ist halt so ein iPhone, das bieten halt unheimlich viele Händler an, aber es ist natürlich genau auch das andere, bei anderen Elektronikartikeln genau das Gleiche, es bieten halt unheimlich viele Händler an und die Details sind natürlich immer die gleichen, es sind unheimlich viele technische Informationen, das kann man sich natürlich alles sparen, wenn man den Katalog hinzufügt. Trotzdem empfehle ich immer nochmal nachzuschauen, ob es Informationen, also ob die Informationen bei uns im Katalog vollständig sind, also ob es sich trotzdem lohnt, noch Sachen hinzuzufügen. Wie gesagt, wir arbeiten kontinuierlich dran, aber auf jeden Fall hat man so eine sehr übersichtliche Darstellung für die Käufer. Das heißt, für die Käufer ist es wunderbar einfach, den Artikel anzuschauen, den miteinander zu vergleichen und nachher eine schnelle Kaufentscheidung zu treffen. Weil darum geht es ja im Prinzip. Wir wollen, dass der Käufer sich jetzt sofort und auf der Stelle entscheidet, dass er nicht nochmal überlegt, dass er es nicht in Beobachtung macht, weil je länger er es natürlich braucht für seine Entscheidung, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht doch abspringt oder vielleicht doch woanders kauft oder vielleicht auch gar nicht kauft. Natürlich nachvollziehbar, glaube auch für jeden Händler nachvollziehbar, ganz klar. Okay, dann nochmal eine Frage hier zu den von uns angebotenen oder von der von uns angebotenen Katalogfunktion, Dominik, im Angebot und vielleicht auch die Möglichkeit, da nochmal von Lisa oder Maria eine Antwort zu bekommen. Und zwar müsste denn dann im Endeffekt oder müssen denn dann im Endeffekt keine Fotos mehr hochgeladen werden, wenn der Katalog bei eBay das Bild beinhaltet? Also was man, ich versuche es mal und Maria guckt mich kritisch an und ergänzt. nein, unser Katalog hat Bilder und die kann man natürlich auch zum Artikel hinzufügen, aber ich glaube, Sie, gerade wenn Sie Produktbilder selbst schießen, wissen immer, wie Sie Ihr Produkt eventuell nochmal ins richtige Licht rücken. Wir erlauben 12 Fotos, sagen auch immer, dass es vielleicht Sinn ergibt, dann eine Größenskala mit dazu zu geben, wenn Größe entscheidend ist, auf dem Bild einen Referenzpunkt, den Artikel nochmal in anderen Posen darzustellen, im Kontext vielleicht darzustellen. Was immer so ein bisschen die Augen öffnet, ist, wenn man sich selbst überlegt, man möchte einen Artikel kaufen und man geht hier wirklich nicht in den Laden, sondern es ist nur online. Und welche Entscheidungspunkte brauche ich dort, die bei mir die schlussendliche Entscheidung triggern? Und deshalb immer, Bilder aus dem Katalog sind wirklich der kleinst gemeinsame Nenner für alle möglichen Händler. Wenn ich in meinem eBay-Angebot es aber nutzen möchte, mich herauszustellen, mehr Bilder zur Entscheidungsfindung hinzuzufügen, dann würden wir immer empfehlen, noch mehr Bilder ranzugeben an das. Was man auch dran denken sollte, ist, dass ja nicht immer mehrere Bilder hinterlegt sind im Katalog, sondern teilweise auch nur ein Bild. Unsere Analysen haben aber ergeben, dass Produkte sich am besten verkaufen, wenn sie im Durchschnitt 5 Bilder haben. Nun kann man natürlich argumentieren, dass es bestimmte Produkte gibt, wie zum Beispiel irgendwie einen Kabelbinder, den kann man zwar auch von links, rechts, oben, unten fotografieren, die Leute wissen meistens, was es ist, aber grundsätzlich für Standardprodukte gilt natürlich, dass es dem Käufer Sicherheit gibt, je mehr Bilder er hat, auch wenn sie jetzt quasi nicht so einen massiven Mehrwert haben. Wir wissen auch, dass es Verkäufer gibt, die mit Dropshipping arbeiten, die vom Hersteller die Fotos bekommen, dann bekommen sie vielleicht nur eins und der Aufwand lohnt sich dann teilweise nicht. Das ist alles klar, aber man sollte sich schon bemühen, wie gesagt, mindestens 5 Bilder hinzuzufügen, weil wir, wie gesagt, das sehen wir ganz klar an den Daten, es hat eine sehr stark verkaufssteigernde Wirkung. Naja, es geht ja generell halt und gerade jetzt auch bei den Bildern geht es ja im Onlinehandel darum, im Endeffekt dem Kunden den fehlenden haptischen Eindruck des Produktes irgendwie zu vermitteln, ne? Und das geht eben nur anhand von, ja, zum einen die Bilder, ne? Und zum anderen die Produktbeschreibung so genau wie möglich zu halten oder eben die Artikelmerkmale zur Verfügung zu stellen. Genau, also klar, bei einem Absolut, Kabelbinder, ja. um dein Beispiel nochmal aufzugreifen, Maria, ein Kabelbinder mit 5 Bildern zu versehen, ja,
Absolut, ja. Aber grundsätzlich ist schon klar geworden, was du damit sagen wolltest, auf jeden Fall. Ja. Okay. Und diese Aussage war nicht gekauft. War sie nicht? Okay, gut. Ja, hier sind jetzt natürlich noch jede Menge Fragen, die sich um unsere Technik in der WAVI drehen. Dominik, ich denke, da gehen wir dann im Nachhinein in der Nachfassmail nochmal drauf aus. Drauf ein natürlich, nicht drauf aus. So generell oder speziell Fragen zu eBay kann ich jetzt hier im Grunde nicht mehr herauslesen. Wenn doch noch welche sind, Markus, dann lass uns die doch zukommen. Wir gucken, wie wir darauf antworten können und dann kann die auch in der Nachfassmail mitgeschickt werden, wie eben auch mit den entsprechenden Links, die wir angesprochen haben, Teilen der Präsentation und eventuell einem Excel-Format mit allen Kategorien und Artikelmerkmalen und Werten, die es dann betrifft. Ja, das wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Eine habe ich allerdings noch gefunden, die ich doch tatsächlich noch mal ganz gerne einstreuen würde. Und zwar gibt es in bestimmten Kategorien momentan noch keine Angaben. Ne? Zum Beispiel wird hier genannt Spielzeug und Outdoor. Wird es da oder seid ihr da noch bestrebt, dieses Jahr in solchen Kategorien noch Änderungen vorzunehmen? Können wir die noch beantworten? Und ich denke, dann haben wir es auch. Ja. Ja, okay. Das heißt, es wird noch Änderungen geben. Genau, also wir sind bestrebt daran, wie ich schon gesagt habe, Ende 2020, Beginn 2021, so viele Kategorien wie möglich mit den relevanten Artikelmerkmalen zunächst zu versehen, wenn keine da sind, und dann eben auch Empfehlungen zu geben, welche denn bevorzugt ausgefüllt werden sollten und dann eben auch zu mandatieren. Von daher ja, auf jeden Fall. Wir gucken uns das Ganze Kategorie zu Kategorie an. Dort, wo wir sehen, dass wir den größten Impact haben könnten, gehen wir zuerst ran. Und wir werden weiterhin immer mit den Verkäufer-News entsprechend das bekannt geben. Hier werden jetzt natürlich jede Menge Kategoriennummern rübergeschickt, wo das der Fall ist. Das war zu erwarten, ganz klar. Ich denke, ihr habt da ein Team hinter, was sich da gesondert drum kümmert. Ich hoffe, die Teilnehmer haben Verständnis dafür, dass wir jetzt nicht jede einzelne Kategoriennummer durchgehen können. Ich würde an dieser Stelle tatsächlich die Fragerunde einmal beenden wollen. Wie angesprochen, haben wir eine ganze Menge Fragen, die noch offen sind, um die wir uns in der Nachfassmail kümmern. Sehen Sie es uns nach, dass wir diese nicht morgen und nicht am Montag versenden werden, denn wir wollen die Antworten natürlich so genau und so umfangreich wie nur irgendwie möglich für Sie bereitstellen. Sie werden aber diese Fragen, spezieller diese Antworten, definitiv in der kommenden Woche noch erhalten. An dieser Stelle möchte ich mich bei Lisa und Maria von eBay und vom Dominik natürlich verabschieden, mich bedanken für die Zeit, für die Informationen, die ihr den Teilnehmern zur Verfügung gestellt habt. Ich denke, es ist eine ganze Menge klarer geworden, eine ganze Menge Fragen, die bei den Händlern natürlich aufkamen, sind beantwortet worden. Und für Sie, liebe Teilnehmer, wir werden Ihnen mit der Nachfassmail die Aufzeichnung zur Verfügung stellen können. Sie können also nochmal nachhören und nachsehen, was da heute tatsächlich präsentiert wurde. Lisa, Maria, Dominik, ich wünsche euch einen angenehmen Feierabend und ein schönes Wochenende. Ihnen, liebe Teilnehmer, natürlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem weiteren Webinar wieder. Ja, vielen Dank auch von eBay-Seite. Danke an JTL, dass wir das Webinar so umsetzen konnten. Vielen Dank an alle Händler, die so eifrig mitgehört haben. Und allen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Dankeschön, auch uns war es eine Ehre. Genau, ein schönes Wochenende zusammen. Vielen Dank. Auf Wiederhören.